Sie haben jetzt der Firma Venatex, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Sie hatten vorhin hier angerufen. Haben Sie einen Termin mit uns, mit der Firma Venatex? Nein. Dann war es eine andere Abteilung, die melden sich dann wieder, gell? Ja, können Sie dann da Bescheid sagen, dass wir sind jetzt zu Hause? Ich habe keine Daten von Ihnen, ja? Soll ich Wenn Ihnen Sie das es, die geben? melden sich, Sulinder? die melden sich dann wieder. Die Sulinder? Kollegen melden sich wieder, Madagaskar. gell? Kann ich bitte mit Chef reden? Bitte? Kann ich bitte mit dem Chef reden? Nein, Sie sind in der Telefonzentrale rausgekommen. Ich habe keine Daten von Ihnen. Ja, kann Ich ich weiß mit. nicht, was die Kollegen. Kann ich mit Chef und Telefonzentrale reden, bitte? Na, können Sie jetzt nicht? Ich habe keine Daten von Ihnen. Ja, mein Name ist Sulinder. Bitte? Soll ich buchstabieren? Um was geht's denn? Ja, Sie haben bei mir angerufen. Immer jeden Tag Anruf verpasst, Anruf verpasst, Anruf verpasst. Ich will ja, jetzt wissen, das war was andere das? Abteilung. Ich habe von Ihnen keine Daten. Geben Sie mir mal Ihren Nachnamen. Ja, Sulinder. Buchstab. S-U-L. S-U-L? Und dann der Inder, wie der Inder aus Indien. Okay, Sulinder. Ja, richtig. Okay. Und die Postleitzahl, Herr Sulinder? 25813. Jetzt schauen wir mal, ob es rauskommt. 25813. Ja, richtig. Bei mir kommt jetzt dann nichts raus. Jetzt schauen wir nur mal, ob ich den Nachnamen richtig habe. Also Siegfried Uta. Richtig. Ludwig. Ja, richtig. Ida. Ja. Nordpol. Ja, richtig. Dora. Ja. Emil Richard. Ja. Und die Busleitzahl 25813. Ja, das ist richtig. Da kommt aber bei mir nichts raus. Ich weiß nicht, welche Abteilung Sie hier jetzt angerufen hat. Ja, ja. Jeden Tag Anrufe, Telefon klingelt, Telefon klingelt, Telefon klingelt. Ja, das müssen Sie dann sagen. Also die werden sich wieder auf alle Fälle wieder melden. Aber ich hier bei mir in der großen Telefonzentrale, ja, unter diesem Namen finde ich nicht. Was macht denn Ihr Firma? Wir stellen orthopädische Schlafsysteme her. Aber Sie haben keinen Termin mit uns, ja? Nein. Ich weiß auch gar nicht, was bedeutet orthopädisches Schlafsystem? Was bedeutet das? Wir stellen Matratzen her und okay. Decken und Kissen, genau. Auch für, aber wenn Sie, auch für Tiere? Ja. Nein, für Tiere nicht. Kann man das aber auch für ein Tier benutzen? Weil wir haben eine Ziege mit kaputten Rücken. Was haben Sie, eine Ziege? Ja, die hat eine Operation bei Rücken machen und jetzt brauchen die einen weichen Untergrund. Ah, okay. Ja. Nein, ich habe sie doch nicht bei mir herinnen, gell? Das ist ja egal. Aber das ist ja, geht ja nur darum, ob kann ich meine Ziege so eine Matratze hinlegen? Ob das helfen? Was kostet Ach, so eine Matratze? Was kostet? Oh, ich hab keine Preise. Kann ich dann mit einem Verkäufer bitte reden? Können Sie Verbindung machen? Ne, Sie können Prospekte von uns zugeschickt bekommen, aber ich habe keine Adresse von Ihnen. Sie können Prospekte zugeschickt bekommen. Ich möchte doch bitte nur mit einem Menschen reden. Das ist doch große Firma, da muss man doch mit jemandem reden können. Ich kann Sie hier nicht verbinden. Sie sind bei mir in der Telefonzentrale heraus. Ja, können Sie mir einmal Durchwahl geben? Ich habe da keine Durchwahl. Ja, was machen Sie dann, wenn Sie nicht verbinden und nicht Sie sind, ich kann nicht. Sie sind bei der großen Telefonzentrale. Da kommen alle Termine rein, ja? Oder die Studierentermine. Sie sind da jetzt beim Callcenter. Ich kann Sie nicht verbinden. No, wo ist denn der Callcenter? Bitte, der Hauptsitz ist hier in Salzburg. Salzburg? Okay. Und jetzt ja. Muss ich einfach auf nächste Telefonterror warten und hoffen, dass irgendwann aufhört. Richtig? Wenn Sie wieder einen Telefonanruf bekommen von der irgendeiner Abteilung, vielleicht ist so mal Umfrage gegangen, dann sagen Sie, dass Sie das nicht wollen, ja, das, dann tun Sie die raus. Das geht wenn ja nicht. Ich jetzt was, weißt, das bitte? Klingelt, das klingelt 3-4 Mal, dann die immer auflegen und wenn ja? man zurückruft, dann auch immer auflegen mhm. oder sagen, wir können nicht helfen und es geht seit 3 Wochen. 3 Wochen, echt? Jeden Tag, ganze okay. Tag. Nee, aber ich habe jetzt sie bei mir eingegeben, no. Also ich, bei mir kommt nichts. Also muss man, ja. muss man Telekom anrufen, will neue Nummer haben. Oder so, oder warten, bis sie die wieder melden und dann auf alle Fälle sagen, dass sie das nicht wollen. Ja, aber ich kann ja nicht neben dem Telefon leben, die ja nur 2-3 Mal klingeln und dann immer auflegen. Und dann steht da immer ihre Nummer. Das ist so schlimm. Mhm.
Weil man kann nicht mehr schlafen, man kann nicht mehr essen, man kann kein Saki Saki mehr machen. Immer von Sie anrufen. Ja, ich habe keine Daten von Ihnen. Ich weiß nicht, welche Abteilung Sie anrufen. Gell? Weil Sie haben mir Ihren Namen gegeben, ich hätte Sie eingegeben, aber ich finde nicht. Können Sie mal mit die Daten von meinem Opa probieren? Vielleicht ist der bei Ihnen drinnen. Bitte? Können Sie mit die Daten von meinem Opa probieren? Vielleicht ist der bei Ihnen drinnen. Weil das ist sagen Sie meinen Nachnamen. Maulwurf, wie den Maulwurf? Maulwurf. Ja, Harry Bert. Die Postleitzahl? 76534. Da habe ich einen Herrn Maulwurf an der Bildeiche in Baden-Baden. Ja, 67, richtig? An der Bildeiche habe ich. Ja, das ist er. Wollen Sie vielleicht bei denen anrufen? Warum sollen wir bei denen anrufen? Weiß ich nicht. Sie haben den ja bei Ihnen. Und das ist mal sein Telefon gewesen. Ach, das war mal seine Telefonnummer. Ja. Den kennen Sie aber nicht, oder? Ja, das ist mein Opa. Ach, das war Ihr Opa. Okay, ja da kommt was raus. Sehen Sie mal. An 76534, genau. Da hätte die Kolleginnen immer probiert, Sie zu erreichen. Und zwar eben, mein Name ist Putzer eben von der Firma Venatex. Jetzt habe ich ja was gefunden von Ihnen. Ja. Und um was es da geht, das ist so. Da wollten wir uns eben bedanken, weil entweder Sie oder Ihr Opa mal vor längerer Zeit so freundlich waren und haben uns eben im Zuge einer telefonischen Studie eben mal ein paar Fragen zum Thema Liegen und Schlafen beantwortet. Das wurde eben dann ausgewertet und dafür wollten wir, die Firma Venatex, uns bedanken. So. Und wir hätten jetzt, für Sie mal ein tolles Angebot. Sie hätten jetzt bei uns einfach mal die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt kennenzulernen. Das wäre nämlich unser orthopädisches Kopfkissen, ja? Ja, soll, und was das, soll ich den Herrn Maulwurf mal bei Telefon holen? Ja, ist der. Ja, aber Sie wollten doch das jetzt wissen, oder? Ja, aber wenn der ist bei Kunde bei Ihnen oder wenn der da was gewonnen hat. Nein, der ist kein Kunde bei uns. Sie haben gesagt, Sie haben die Nummer jetzt, oder? Ja, aber wenn das ist für ihn, dann will ich den das hier nicht wegnehmen, wenn Sie gute Angebote sagen. Warte, ich hol den mal kurz. Einen Moment bitte. Ja, der hat keinen Termin bei uns. Ja, aber vielleicht kann man das ja machen. Bin gleich wieder da. Jo. Der braucht für die Ziege ja Matratzen. Ja, Maulwurf, guten Tag. Hallo? Hallo? Ja, hallo, mein Name ist Putze von der Firma Venatex. Sind Sie der Herr Maulwurf, Heribert? Ja, richtig, guten Tag. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Nee, es war so, Ihr Haushalt, weil Sie sind öfters angerufen worden, da war der Herr Zulinder zuerst am Telefon. Das ist Ihr Enkel, oder? Das ist mein Haushälter. Bitte? Das ist mein Haushälter. Der Haushälter? Ja, das ist mein Haushälter. Aber der sagt immer liebevoll Opa zu mir, weil der schon so lange bei mir ist. Ach so, und das ist Ihr Hausmeister? Ja, mein Haushälter, der macht hier sauber und gießt die Blumen. Ah ja, nee, das wäre bloß gewesen, Sie hätten bei uns mal die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt kennenzulernen. Was vertreiben Sie denn? Sind Sie von Orion? Nein, wir sind nicht vom Orion. Oh. Nee, wir hätten... Bitte? Ja, bitte. Ja, genau, da wollten wir uns eben bedanken, weil Sie mal vor längerer Zeit einmal bei einer Studie mitgemacht haben zum Thema Liegen und Schlafen. Ja, war das beim dänischen Bettenlager? Genau, und das war bei uns sehr wichtig und dafür wollten wir uns einfach bedanken. Ja, sehr gerne. Okay. Wenn ich helfen kann, versuche ich genau. das. Genau. Und Herr Maulwurf, wenn wir wieder in dieser Region Termine haben oder so, oder andere Aktionen interessante, dürfen wir uns dann einmal wieder melden. Ja, bitte. Und jetzt sagte der, Sie haben und ein tolles Angebot für mich, sagte der Rakesh. Nein, wenn wir wieder eins haben. Ich bräuchte nur noch für unsere Statistik einen Geburtsjahrgang. Ja, 45. Okay, danke schön. Bitte schön. Also, kennen Sie die Firma Venatex? Nein. Was machen Sie denn überhaupt? Also, da haben wir noch gar nichts drüber gesprochen.
Also das ist so. Die Firma Venatex ist ein Forschungs- und Herstellungsunternehmen, ja? Ja. Von orthopädischen Schlafsystemen. Uns gibt es seit 1964 und der Hauptsitz ist bei uns in Salzburg. Ja. Und uns gibt es halt schon in Österreich und natürlich Deutschland und Italien. Es ist so, Sie würden ein Kissen von uns kostenlos erhalten. Das ist ein medizinisch-orthopädisches Kissen, ja? Ja. Das zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften aus. Zum einen hat es das orthopädische Maß von 40 mal 80, weil da ist jetzt gewährleistet, dass nur mehr der Kopf und nicht mehr die Schultern aufliegen, ja? Und ja. Somit sind Kopfweh, Verspannungen und Nackenprobleme vorgebeugt. Das Besondere aber daran ist, ja, dass Sie Ihr Kissen auf 60 Grad waschen können, weil diese Viren, Keime und Bakterien dadurch zerstört werden. Ja. Und es ist auch für den Trockner geeignet. Das ja? ist ja wunderbar. Wissen Sie, ich wache nämlich immer morgens auf und habe so Kopfschmerzen. Kann das da helfen? Ehrlich? Ja, weil es ist so, stellen wir uns gemeinsam vor, Sie haben ein Produkt von uns, Sie überzeugen sich selbst davon und sind zufrieden. Was macht man automatisch? Ja, man erzählt im Freundes- und Freundes- oder Verwandtenkreis weiter, man redet darüber. Und genau das möchten wir, weil es in unseren Augen die beste Werbung ist, die gut altbewährte Mund-zu-Mund-Werbung. Ja. Weil wir nicht Werbung über Radio und Fernsehen machen, da wir eben eigener Hersteller sind, haben wir uns für den direkten Weg der Werbung entschieden. Und die Übergabe sieht folgendermaßen aus. Ein Berater unseres Hauses bringt Ihnen Ihr Kissen kostenlos. Ja. Sie nehmen sich dafür eine gute Stunde Zeit, weil er Ihnen die Firma Venatex vorstellt und die anderen interessanten Produkte. Ja? Ist das Kissen so schwer, dass wir dafür das Verladen eine Stunde brauchen? Der erzählt ja nicht eine Stunde vom Kissen. Wir machen das, dass Sie ja noch andere Produkte von uns kennenlernen, ja? Ja, bringt der und dann dafür, auch, dass, bringt der dann auch Matratzen mit? Der hat ein Schlafsystem dabei, da braucht ein bisschen am Platz, ein auf 2 Meter. Ja. Und da stellt er Ihnen unser Schlafsystem auch vor. Da muss ja? ich ja noch mit der Stadt heute telefonieren, dass der den LKW-Stellplatz zur Verfügung gebracht wird. Warum? Ja, wenn der mit so vielen Sachen daherkommt, muss der ja Platz Na, kommt haben. Er ja nicht da. Da kommt er ja nicht da. Ja, der das Schlafsystem ist ja zusammengelegt. Das kann er dann ausziehen. Da braucht er bloß bei Ihnen einen Platz, einer auf 2 Meter. Na, ich möchte nicht, dass der sich da auszieht, bitte. Wie auszieht? Sie haben doch gerade gesagt, der zieht sich dann aus. Ich dachte, das ist seriös hier. Ja, ist ja seriös, der zieht sich ja nicht aus. Das haben Sie doch gerade gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Der kommt zu Ihnen und stellt unser Schlafsystem auf bei Ihnen. Ach so. Ja, ist das, und wann wird das stattfinden? Ja, das muss ich jetzt schauen, weil ich habe gerade schon geschaut, wann wir wieder Termine haben. Aber momentan haben wir in dieser Region keine Termine offen. Ja. Und deswegen würden wir uns wieder melden bei Ihnen, sobald Termine frei sind. Ist das ein tierfreundlicher Mensch? Ja, sicher. Warum? Weil wir haben ja hier diverse Ziegen und da haben viele Leute ein starkes Problem damit. Okay. Nein, also es ist so, momentan habe ich in dieser Region sowieso keine Termine frei. Ja. Aber sobald wieder Termine frei sind, dann würden wir uns einfach wieder melden. Weil das wäre halt schon von großer Wichtigkeit, dass der da im Bestfall halt von der IHK so einen Nachweis hat, dass der mit den Tieren gut umgeht. Weil wir hatten neulich mal so einen von Stromberatung an der Tür, die hat die Polizei angerufen wegen den Ziegen. Warum? Ja, wegen ihre Ziegen? Ja, wegen haben die viele Ziegen? Wir haben 7 indische Bergziegen. Die hat der Rakesh mal mitgebracht und die sind dann bei mir gewesen und irgendwie sind die hier geblieben. Und jetzt ist das meine Familie geworden. Die Ziegen sind Ihre Familie. Ja, richtig. Ja, freilich, wenn man Tiere lieb hat, gell? Das ist ja klar. Die mehr als lieb. Ja, na eh. Herr Maul... Soll ich Ihnen mal ein Foto schicken?
Ein Foto? Na, Sie sind ja bei mir in der Telefonzentrale, da kann man keine Fotos schicken. Ja, Sie haben bestimmt einen Computer, wo man eine E-Mail schicken kann. Nee, Sie sind bei mir nur beim Telefon. Also ich bin bei der großen Telefonzentrale. Ja, da kann man nichts schicken. Ja, Sie sitzen doch vom Computer mit Ihrem indischen Headset. Ich habe keine Verbindung, also Sie können mir nichts schicken. Bei mir kommen nur Termine rein und wenn man was stornieren muss, Termine oder verschieben muss, Termine. Ja, jetzt machen wir es so, Herr Wahlwurf, wenn wieder Termine frei sind in der Region, dann würden wir uns einfach wieder melden. Ja, und kümmern Sie sich dann darum, dass das einer ist, der keine Ziegenallergie hat? Wenn wir irgendwann einmal einen Termin machen, dann werden wir natürlich einen Berater schicken, der auch sehr tierlieb ist, gell? Ja, und wenn der mit den Ziegen gut zurechtkommt, dann da will ich dann aber nicht dabei sein, dann darf der sich auch für die Ziegen ausziehen. Okay, also sobald wir wieder Termine haben, Herr Maulwurf, dann melden wir uns bei Ihnen. In Ordnung, wo soll ich dann postalisch das schicken? Na, Sie brauchen jetzt nicht schicken, wenn Sie es, melden wir uns schon wieder, gell? Aber ich wollte Ihnen doch hier das Familienfoto zukommen lassen. Das geht hier nicht. Sie sind hier in der Telefonzentrale. Das kann man nicht machen. Ja, kann ich Ihnen das vielleicht bei Facebook schicken? Ich bin nicht bei Facebook. Ja, wo kann man Sie denn erreichen? Gar nicht. Das ist ja skandalös. Skandalös? Ja. Okay. Nee, wir geben an Kunden ja praktisch keine Privatnummern her. Darf ich mal mit der jungen Frau sprechen, die Ihnen die ganze Zeit die Sachen vorsagt, bitte? Das geht nicht. Herr Maulwurf, ich tue jetzt... Ist das die Chefin bei Ihnen? Ich muss jetzt wieder weitermachen, weil es rufen immer Kunden rein, ja? Und sobald auch ein Kunde, sagen Sie der Chefin... Na, Sie haben ja noch keinen Termin bei uns. Und sobald wir irgendwann Termine frei haben, dann meldet sich sowieso jemand wieder. Sagen Sie mal bitte, der Chefin, der Kunde möchte Sie sprechen. Die ist nicht mehr erreichbar. Nee, die steht doch neben Ihnen, ich kann das doch sehen. Nein, die ist jetzt schon gegangen, aber ich muss jetzt weitermachen, weil es rufen mehr Kunden ja rein, ja? Soll ich Sie dann nachher nochmal anrufen wegen dem Foto? Nicht, dass Sie Ärger bekommen? Nee, Sie können jetzt kein Foto schicken. Sobald wieder was frei ist, melden wir uns bei Ihnen, gell? Ich kann das ja auch an die Firmenadresse schicken und an Sie adressieren. Mit dem Vermerk privat. Nee, das geht nicht. Gell? Okay, ich wünsche Ihnen, Herr Maulwurf, noch einen schönen Tag. Haben Sie was gegen Ziegen? Ich habe nichts gegen Tiere, aber ich muss jetzt weitermachen, ja? Mit Ziegen im Speziellen? Haben Sie da irgendwie so ein starkes Problem mit Ziegen? Okay, ich muss jetzt weitermachen, weil Kunden reinrufen, ja? Ich werde Sie gleich... Ja, dann lasse ich Sie jetzt mit den Kunden sprechen und dann rufe ich später nochmal an bei Ihnen. Ja, genau. Na, okay. Ja. Gut, dann noch einen schönen Tag wünsche ich noch, gell?